die Alten müssen eben mal begreifen, wenn es nicht anders geht, dass sie Platz machen müssen. Ist ja auch wahr. Wir wollen eine Rentnerkommune gründen. Eine Kommune? Wie bitte? Mehr Rentner, die sich zusammentun. Na, lauter alte Leute? Nein, wissen Sie, sowas möchte ich nun wirklich nicht hier haben. So ein halbes Alter sein. Na, das ist ja gerade was anderes. Also, nein, wie dem auch sei, an sowas vermiete ich nicht. Nein, 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 mit Alten hat man sowieso nichts als Erbe. Lieber Mann, und hören Sie mir doch mal zu. Nicht nur Karl Nägle, auch alle anderen sind, wie Sie es nennen, ausgeschieden. Das sind nämlich alles Rentner hier. Und die machen das freiwillig und ohne Bezahlung. Renovieren müssen wir selber. Und da habe ich gedacht, dass ihr... Ich sehe schon, der Ruhestand ist hinten. Otto, pass auf, das artet noch in Arbeit aus. Ist der Wagen nicht schön geworden? Habt ihr wirklich prima hingekriegt. Schönes Fest.